Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Am Samstag, den 18. Juli, fand ein großes Nachbarschaftsfest zwischen zwei neu renovierten Häusern in der Niederfeld-Siedlung in Ludwigshafen-Gartenstadt statt. Dabei ging es darum, dass sich die Bewohner untereinander kennenlernen und um eine Feier zum Abschluss der Renovierungsarbeiten, die durch die Wohnungsbaugesellschaft GAG vorangetrieben wurden. Die Gebäude wurden für rund 11 Millionen Euro modernisiert und aufgewertet. Hierzu GAG-Vorstand Ernst Merkel. Also ich darf schon sagen, dass wir alle in der GAG stolz sind, dass es uns gelungen ist, diese wirklich von Anfang an sich sehr hochmoderne Wohnsiedlung wieder auf den allerneuesten Stand gebracht zu haben. Damals hat diese Wohnsiedlung mit den Hochhäusern und den niederen Häusern rund 11 Millionen D-Mark gekostet, Ende der 60er Jahre. Und heute haben wir für rund 11 Millionen Euro nochmal saniert. Ich denke, das ist eine doppelte Investition im Prinzip der vielen Jahrzehnte. Aber es lohnt sich allemal. Und wenn man das Ergebnis sieht, die Mieterinnen und Mieter sind hocherfreut und sind, denke ich, auch ein bisschen stolz, bei der GAG zu wohnen. Die Renovierungsarbeiten erhöhen den Wohnwert der in den 60er Jahren gebauten Gebäude erheblich. Insbesondere die angespannte Wohnsituation in Ludwigshafen erfordert immer wieder Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnungsangebotes, was auch eine der Hauptaufgaben der GAG ist. Hierzu Bürgermeister van Vliet. Sie wird angespannter, die Wohnungssituation. Ist tatsächlich so, dass durch den Immobilienhype die Preise nach oben gehen und auch natürlich durch gestiegene Anforderungen an die Energieausstattung, Stichwort Energieeinsparungsverordnung, wird es immer schwieriger, Wohnraum günstig zur Verfügung zu stellen. Aber ich weiß, dass die GAG daran arbeitet, zum Glück. Zur Entspannung des Wohnungsmarktes sind vor allem Wohnungen nötig, die nicht im oberen Preissegment liegen. Auch die Wohnnebenkosten, die in älteren Gebäuden häufig das Level einer zweiten Miete erreichen, können durch die Modernisierung drastisch gesenkt werden. Dies wiederum entlastet die Bewohner, meint Landtagsabgeordnete Marion Schneid. Die Häuser kommen natürlich auch alle in die Jahre. Das heißt, die müssen jetzt saniert werden. Insofern ist das Projekt der GAG hier wichtig. Für ganz Rheinland-Pfalz, denke ich, ist es schon auch so, dass diese Wohnungen zu günstigen Mietpreisen einfach gebraucht werden, weil die Bevölkerung doch auch eben aus vielen Menschen besteht, die sich keine teure Wohnung leisten können. Insofern müssen wir dafür sorgen, dass hier genug Wohnungen für unsere Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung stehen. Es ist gelungen hier in Ludwigshafen. Ich bin jetzt schon bei ganz vielen Nachbarschaftsfesten gewesen, weil ja die Häuser so Stück um Stück immer saniert werden. Und ist eine tolle Sache. Und was natürlich auch noch energetisch wirkt, ist, dass die Wohnungen so ausgestattet sind, dass sich das auch auf die Miete niederschlägt. Also die Nebenkosten werden viel geringer, weil die Wohnungen eben jetzt so gut saniert sind. Für Ortsbeiratsmitglied Hans Ahn passen sich die modernisierten Gebäude und Außengelände nun optimal in den Ortsteil Gartenstadt ein und werden dem Namen nun auch wieder gerecht. Dies findet auch Ortsvorsteher Klaus Schneider. Also es ist sehr wichtig, öffentlicher Wohnungsbau. Und so wie die GAG hier die Wohnungen renoviert hat, sind die Leute sehr, sehr zufrieden. Und sie fühlen sich sehr wohl hier. Und teilweise wohnen sie ja schon 45 Jahre oder sogar noch länger hier. Erstbezug haben sie sogar gemacht. Und man kann sagen, es sind wirkliche Gartenstädte. Und der Wohnungsbau ist auch ein Teil hier von der Gartenstadt. Durch den Wohnungsbau ist die Gartenstadt ja auch groß geworden. Ja, wir haben ein besonders gutes Verhältnis zur GAG. Einmal, weil es in den letzten Jahren über 40 Millionen hier investiert hat. Zum anderen ist ihre Renovierung auch nicht nur für die Anwohner sehr schön, die Wohnungsvergrößerung durch den Balkone, Wärmedämmung und dergleichen, sondern auch das Stadtbild ist durch diese schönen Bauten natürlich entsprechend aufgewertet. Und deswegen sind wir ganz froh. Und außerdem muss man ja auch sagen, das ist ja das dritte Fest, Nachbarschaftsfest von der GAG. Es ist auch schön, dass die GAG so auf ihre Mieter zugeht und Dankeschön sagt fürs Verständnis, was während der Bauarbeiten ja nicht nötig waren. Im Laufe des Nachmittages fand eine rege Konversation bei schönem Wetter zwischen Verantwortlichen und Bewohnern statt. Dabei gab es natürlich auch eine Rundumverpflegung sowie Musik.